Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 234. Tja, beim letzten Mal waren wir ja im Dorf Angelstedt noch unterwegs. Dann haben wir hier diesen See gefunden, der in der Nähe von dem Neidra Schneefeld, ja, Neidra Schneefeld, da ist es, sich befindet. Also irgendwo muss hier dieser Drache auftauchen. Ich habe ja gemutmaßt, ne, eventuell könnte es ja hier sein, ne, bei einem See. Und der andere Drache, Ferodra, genau hieß der, der ist ja auch bei einem See aufgetaucht, ne, vermittelterweise. Na gut, jetzt geht hier alsbald die Sonne unter. Das heißt, eventuell wieder taucht er nachts auf. Oh je, das ist hier so ein Octobot, nein, wie heißen die Biester? Also ähnlich. Ihr wisst, was ich meine. Oh, hab mich gerade gewundert, wo die Bomben sind, aber die waren noch nicht geladen. Genau, mit dem Fächer. Ja, jetzt können wir es ruhig mit dem Fächer hier bekämpfen. Diese Ausgeburten. Ja, die brauchen wir aber trotzdem dann und wann. Für Waffen-Upgrades. Na, was heißt Waffen-Upgrades? Rüstungs-Upgrades. Waffen-Upgrades gibt es ja hier gar nicht. Außer wir finden halt neue Waffen. Ja. Ja, bin so ein bisschen erkältet. Nein, das ist kein Corona. Aber ja, und wenn man ging es los. Mit Halsschmerzen. Und das schon über mehrere Tage. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Aber ich wollte jetzt trotzdem das Video aufnehmen. Wenn ich einfach jetzt Bock drauf hatte und dann soll man es ja machen, ne? Wenn man Lust dazu hat und Spaß dran hat. Boah, das ist mir mal ganz wichtig. Ich denke mal, das kommt dann auch so rüber, ne, bei dem Zuschauer, bei dem Geneigten. Oh oh, ist schon nach oben gestiegen, das Biest. Ach, der Wind, der kommt jetzt, ja, der spielt hier auch eine essentielle Rolle. Den muss man immer mit einkalkulieren, gerade wenn man jetzt irgendwas wirft. Wie man gerade gesehen hat. Ah, das Biest will nicht da durchrennen. Doch jetzt. Haha. Wunderbar. Na ja gut, machen wir den Kopf weg. Ist ja auch endgültig besiegt. Ja. Er weht auch nicht permanent, der Wind, ne? So wie in der Realität ja auch. Ey, sogar die Mütze reagiert da drauf, das ist ja Hammer. Verrückt. Ach, guckt mal da. Was ist das denn? Zacken. Der pennt da, oder wie? Ey, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Neidra ist da oben. Den müssen wir erst wecken. Okay. Also, würde ich jetzt denken. Oh, das ist ja cool. Oh je, jetzt wird's kalt, ne? Friert Link? Ja, Link friert. Schnell mal was anziehen. Boah, muss da reichen, ne? Ordentlich geworden. Nein, nicht mal das reicht. Oh, ist ad hoc relativ kalt geworden. Die Feder noch. Na also, die kleine Feder am Kopf bringt's. Super. Hey, wo ist er jetzt hin? Hä, hab ich mir das eingebildet? Hab ich doch gerade noch gesehen. Hä? Ah, ich geh mal wieder runter, Leute. Das finde ich jetzt ein bisschen... Ah, jetzt sieht man ihn wieder, okay. Er verschwindet so langsam. Ah, ein bisschen sieht man es noch. Okay. Ich sehe seine Zacken. Aber die scheinen zu verschwinden, je näher ich dem Berg komme. Na gut, das ist jetzt auch so ein bisschen der geringen Weitsicht geschuldet aufgrund des Schneesturms. Aber ich sehe ja immer noch ungefähr, wo er sich befindet. Und da habe ich auch eine Markierung angebracht. Ach, die habe ich da unten angebracht irgendwie. Ein Schildsymbol, warum auch immer. Vielleicht war hier ein Gegner oder so, den ich markiert habe. Meine Waffe scheint es nicht zu sein, sonst hätte ich das Waffensymbol gewählt. Vielleicht ist es ein besonderes Schild, ich weiß es nicht. Warum ich da diese Markierung angebracht habe. Wahrscheinlich, um Neidra leichter finden zu können. Ne?
Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, wir sind hier schon auf der sicheren Seite. Ach, guckt mal, hier sind doch. Oh. Na, ihr Niedlichen. Ja. Ausgefröstelt. Ja, die können den Schock gefrieren, ne, und dann angreifen. Natürlich auch suboptimal. Jetzt sehe ich ihn gerade wieder gar nicht. Aber hier oben scheint er zu sein. Also, der Berg sieht hier relativ... Ja, das wusste ich doch. Oh, und Skelette tauchen auf. Ah! Moment, den einen will ich hier erstmal ausschalten, bevor er sich wieder regenerieren kann. Oh, der... Ach Mist, da wollte ich nicht hinwerfen. Das war jetzt nix. Ah, wie viele sind denn hier? Schnell ausschalten, wo ist der Schädel von denen? Oh, die setzen sich schon zusammen. Nein. Ha! Ah, ist noch ein Schädel. Wo ist der? Wer findet zuerst den Schädel? Oh, Pfeile. Oh, nehmen wir auch gerne mit. Ah, kann man ein bisschen verlangsamen. Obwohl, man könnte das Spielchen auch ewig so weiter treiben. Nee. Komm. Okay. Ah, okay, der konnte sich auch nicht mehr zusammensetzen. Hat seinen Kopf nicht wiedergefunden. Ah, hier noch ein paar Pfeile. Wunderbar. Und ein paar Echsen, Körperteile. Na gut, das sind hier nur diese Leuchtsteine, ne? Leuchterz. Kann man nur Leuchtsteine fördern. Ja. Gut, sind jetzt auch relativ wertvoll. Was ist da wieder? Noch ein Blub. Oder Blob, wie heißt die Biester? Ja, Blob. Das passt doch sehr gut zu ihnen, diese Bezeichnung. Deswegen kann man sich die auch besonders gut merken. Uiuiui, okay. Kann man hier was wegschmelzen? Ich glaube, es ist hier auch relativ glatt, wenn man den Berg erklimmen will. Eieiei. Das war nur einer, ne? War ich noch einer, oder? Ist der hinabgerollt? Oh. Ja, den kann man auch bewegen. Und Gegner damit überrumpeln? Nö. War wohl nur einer. Naja. Ich gehe mal weiter nach oben. Denn, ja, der scheint hier irgendwo sein Hort, oder nee, wie sagt man? Ja, sein Hort zu haben. Dieser Drache, ein Drachenhort. Aber momentan sehe ich ihn halt wieder nicht, ne? Das irritiert mich so ein bisschen. Aber ihr habt den ja auch gesehen, ne? Habe ich mir jetzt nicht eingebildet. Oh je. Da sind die lebendigen Exemplare dieser Exalfus. Oh, die laden sich doch relativ schnell wieder auf. Oh, die sind ziemlich stark. Mann, hau ich trotzdem mal den Fächer. Benebelt, oder wie? Das ist ja geil. Allein durch den Windstoß werden die hier benebelt. Ah, das ist ja cool. Kampfunfähig gemacht. Ja, man muss sie nur treffen. Aber es macht halt keinen Schaden, ne? Es schaltet sie nur kurz aus. Na gut, das macht ja gar keinen Schaden, sehe ich gerade. Ah, Junge, ich kann das Spielchen ewig so weiterspielen. Falsche Seite. Ja, nehmen wir mal das Wasserschwert hier. Wollt ihr das nicht? So, was willst du hier? Na, also. Da war sich auch noch nicht so ganz sicher. Okay. Ich merke schon, das ist ein ständiger Aufstieg hier. Na, vielleicht klettere ich jetzt doch gleich nochmal. Sind wir vielleicht schnell... Da ist er! Naja, höher kann ich die leider nicht heben, die Kamera hier. Die ist scheinbar sehr schwer. Ah, hier ist ein Maxi-Trüffel. Yes.
Eigentlich gibt es ja nur Maxi-Trüffel, ne? Also normale Trüffel habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. In Anführungsstrichen normal, das ist schon normal. Oh, ach nee, die ist schon wieder. Na gut, die sind ja nicht ganz so stressig. Was mache ich denn? Wow. Habt ihr gesehen? Oi. Jetzt wird es wirklich lästig hier. Na, man merkt, hier ist was Besonderes, ne? Oh. Die Eislanze ist gefährlich. Ah, ist doch keine Eislanze. Sonst wäre ich jetzt gefroren gewesen. Also. Und die haben meistens sehr schwache Lanzen. Also die brauche ich erst gar nicht mitnehmen. Kann ich noch nicht. Oh, der nächste. Also bis ich oben angelangt bin, da muss mein Masterschwert wieder laden. Und der ist sehr stark hier. Also perfekt getarnt hier. Also hier muss ich wirklich sagen, macht sich ihre Tarnung doch mal bemerkbar. Dann sah man sie ja schon von weitem immer. Ey, Bies. Kann jetzt leider keine andere Rüstung anziehen. Aua, aua, das hat richtig weh getan. Und dann mich noch anspucken. Gut, ich renne einfach mal weiter, Leute. Das bringt ja hier nichts. Mifas Gebet ist ja auch zum Glück noch aktiv. Ja, hier sind immer mehr Gegner. Vielleicht kann ich jetzt doch mal klettern, ne? Ah, der Drache. Ich höre ihn. All die Musik, die Drachenmusik. Wir sind richtig, Leute. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, ist ein bisschen anders, die Mucke. Cool. Das ist geil. Huh. Oh je. Höher kann ich nicht. Wumm. Schöner tiefer Bass. Wie so ein Gong. Ich gehe mal hier rüber. In der Hoffnung, dass ich vielleicht kurz mal meine Kräfte sammeln kann. Oh, ja, es klappt. Zzt. Oh je, ist das hoch. Aber da kann ich auch wieder rasten. Oh, ich muss ein bisschen beschleunigen, oder? Ja. Ich denke mal, man kann da auch so serpentinmäßig hochgehen. Dem offiziellen Weg, aber. Also, in Anführungsstrichen offiziell. Aber da sind halt, ist halt der Weg gesäumt mit Gegnern. Ne? Also das möchte ich mir jetzt möglichst ersparen, weil es ist einfach nur lustig. Es bringt ja nichts, ne? Da ist er nämlich. Da ist Nydra, Leute. Aber Nydra. Ha. Ah, ja, durch Zufall gefunden. Ey, das ist geil. Das zeichnet dieses Spiel so aus, ne? Also, dieses Pacing ist wirklich geil. Kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, der nimmt Anstoß daran, wenn wir ihn denn beschießen. Ich brauche sein Horn. Ist das, zählt das hier als Horn, die Dinger da? Diese Zapfen? Macht irgendwie keinen Schaden. Oh, offenbar muss er fliegen. Oder man muss ihn wecken, oder wie? Oh Mann, das alles für Rüstungsupgrades, ey. Wie sieht der aus? Ich weiß mal gar nicht, was oben und was unten ist. Aua! Oh, ich habe ihn bloß touchiert anscheinend. Das hat schon Schaden bei mir verursacht. Keine Ahnung, was ich hier machen soll jetzt. Vielleicht muss ich irgendwas auslösen. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ah, rutscht doch nicht dauernd. Ha. Ja, hier ist auch ein See. Ups. So ist es ja nicht. Aber vielleicht müssen wir da irgendwas machen. Also es drängt sich so förmlich auf, der Gedanke, ne? Aber ich gucke erstmal hier. Man kann hier noch nichts ja, erreichen. Ist ja süß. Oder so. Ah, der wird vielleicht festgehalten von der Verderbtheit hier.
Alles klar, wir müssen ihn befreien. Vielleicht ist er denn dankbar. Ey, nicht mal das können wir machen hier. Ich kann hier nichts erreichen, Leute. Okay, also jetzt wird das Dilemma klar. Der ist hier in Gefahr, der Ärmste. Der wird festgehalten und kann nicht weg. Boah, hier sind riesen Pranken. Das sieht geil aus. Vielleicht kann man mit ihm quatschen. Also würde mich nicht wundern hier, ne? Wenn ich mal wüsste, was vorne und hinten ist bei dem Biest. Wenn ich da rangehe, ja, dann nehme ich sofort Schaden. Also. Können wir hier irgendwas machen? Nee, ne? Ja, das wäre zu simpel gewesen auch, ne? Also hier kann man ihn noch nicht ernten. Wow. Eieiei. Sehr geil. Wie cool. Ey, zum Glück habe ich die Zacken von ihm gesehen, ne? Ist doch relativ weit weg von dem Neidrer Schneefeld, ne? Ja. Das muss man erstmal durchqueren, um da hinzukommen. Ah, deswegen habe ich da diesen, genau diesen Wegpunkt, um das schneller zu finden, ne? Ganz einfach. Gut, jetzt haben wir den Drachen gefunden sogar. Aber der ist hier sehr stark beeinträchtigt. Muss man vorsichtig ausdrücken und ich weiß noch nicht, wie ich ihn befreien kann. Aber vielleicht werden wir das im Zuge dieser Folge noch herausfinden, Leute. Oh ja, er ist überall besetzt mit dieser Verderbtheit hier. Quelle der Weisheit, ja. Hoffentlich können wir ihn befreien. Vielleicht taucht dann sogar ein Schrein auf. Oh, okay, jetzt passiert was. Oh Mann, der Ärmste. Na, da ist sein Kopf. Wer spricht jetzt, der Drache oder die Fee? Die Gottheit. Willkommen an meiner Quelle. Was wohl eher die Göttin. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Qualifiziert uns das jetzt, um den Drachen zu befreien? Dies ist der Diener der Quelle der Weisheit. Der azurblaue Geist der Ranellspitze, Neidra. Seit uralter Zeit war er der Göttin stiller Diener. Doch dann nahm die böse Kraft der Verheerung Ganon Besitz von ihm und verlieh ihm seine jetzige Gestalt. Ja, wie können wir ihn befreien? Der du Zeichen der Bewährung erhalten hast. Reinige den azurblauen Geist Neidra vom Bösen. Zeige mir deine Stärke. Ah. Darauf müssen wir schießen, richtig? Ich hoffe. Ui. Wow, wie geil. Episch mal wieder. Ich versuch's jetzt mal. Oh, geil. Okay. Jetzt können wir's. Na? Er windet sich, er bewegt sich. Haben wir ihn jetzt schon befreit? Nee, oder? Der hat ja immer noch irgendwelche Auswüchse. Wie Krebsgeschwüre. Ja, jetzt muss ich ihn noch mehr befreien, glaube ich. Aber wie? Wie komme ich denn hier höher? Höher komme ich nicht. Ah, da ist noch so ein Auge. Okay. Nee, so hoch kann ich nicht schießen, oder? Ah, das ist zu hoch. Aber was nutzt mir hier der Wind, wenn ich nicht höher komme? Ja. Geil. Was bringt mir das hier? Dieser halbgare Aufwind. Hier ist noch ein Aufwind. Guckt mal. Ja. Hier sind mehrere Aufwinde. Ja, hier eher. Ja. Jetzt verstehe ich. Von Aufwind zu Aufwind müssen wir uns... Ah, jetzt. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich es. Oh, nee. Ist trotzdem so weit weg. Ja, super geschafft. Aber das war's noch nicht, Leute. Der arme Drache
ist immer noch schwer beeinträchtigt. Und wenn er das ist, können wir ihn nicht ernten. Okay, wo ist der nächste Auswuchs hier? Das nächste Auge? Ich denke mal da. In seiner Rückenpartie. Kann man das so nennen bei dem? Hier ist kein Aufwind. Wo ist denn hier der Aufwind? Aufwind, wo bist du? Ah, er geht runter. Nee, er verschwindet. War es das doch? Haben wir ihn schon befreit? Nee, oder? Na, ich gehe mal ganz nach oben, oder? Tja. Nee, der ist noch nicht ganz befreit, aber er verschwindet jetzt irgendwie. Der Ärmste. Kommt er wieder zurück? Also er fühlt sich schon wohler. Ah, jetzt hat er es da, okay. Ich glaube, dem müssen wir jetzt folgen. Ja, das sind jetzt die ganzen Aufwinde, wie man sieht. Also das impliziert, dass wir ihm folgen sollen. Es ist gut, dass ich hier die maximale Ausdauer schon habe. Sonst hätte ich hier wirklich ein Problem, den Drachen zu befreien. Ja, jetzt kommt die Musik wieder. Und gut, dass ich den Zeitloop-Modus hier aktivieren kann. Also der aktiviert sich ja automatisch. Ey, verschätzt man, wie weit das weg ist. Ach, schade. Ich muss näher ran. Mann, Drache, bleib doch mal hier. Wie soll ich dir so helfen? Ach, scheiße. Oh, wie weit ist denn das? Ah. Oh, kann ich mich jetzt drehen noch? Jo. Yeah, geschafft. Wo ist das andere Teil? Da. Ich hoffe. Nee. Von hier aus geht's noch nicht. Wo fliegt er jetzt hin? Was müssen wir jetzt treffen? Ist die Frage. Ah, ich gehe mal hier auf den Felsen. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen Überblick. Aber die ganze Situation jetzt schwingt er sich weiter ins Tal. Vielleicht schenkt er uns ja schon als Belohnung sein Horn. wo müssen wir jetzt drauf schießen? Ich sehe es noch nicht. Geil. Das ist jetzt seine Ebene, ne? Genau, die namensgebende. Neidra Schneefeld. Ebene? Ne, Schneefeld, glaube ich, hieß es. Okay, mein lieber Drache. Ich hoffe, wir können dich befreien. Ah, das ist ja richtig aufs Auge ballern. Yes, wir haben es geschafft. Ah. Ja, muss den mal ein bisschen umständlich ausstellen. Oder? Ach, das war's, oder, Leute? Ah, jetzt. Jetzt können wir ihn ernten. Ab jetzt, okay. Komm, dann zeig dich aber bitte erkenntlich. Na? Dank dir wurde Neidra, der große Geist der Ranellspitze, von der Kraft des Bösen gereinigt. Geh nun und durchbohre Neidras Körper. Oho. Durch dieses letzte Ritual wird er seine Freiheit wieder erlangen. Ich soll seinen Körper durchbohren. Wie kann man sich das vorstellen? Oh ja, stimmt, ich habe ja deaktiviert. Ich will ihn ernten.
Das war sein Horn. Oder so. War es das? Habe ich es geschafft? Ist er jetzt frei? Ich höre was, aber... Hm? Eine Schuppe. Ich habe doch sein Horn gewollt. Ich habe genau auf sein Horn gezielt. Ein Zeichen, das jenen gewährt wird, die den Diener der Quelle mit einem Pfeil durchbohren. Gut, dann bringe der Quelle der Weisheit nun die Neidra-Schuppe da. Hm. Neidra-Schuppe. Oh, jetzt haut er ab. Ja, er verschwindet. Wow, aber geil. Cool, dass sie das so schön in der Quest verpackt haben. Also ich bin mal wieder begeistert. Richtig geil. Das offenbart mal wieder die Güte dieses Spiels, ja, also, wow. Der azurblaue Geist Neidra ist nun frei. Bringe nun Neidras Schuppe dieser Quelle da. Achso, muss sie jetzt hinlegen. Ja, irgendwie so. In die Hand? Kannst du es hier nicht in die Hand nehmen? Achso. Wie denn sonst? Okay, hat schon gereicht. Ist okay. Oh. Aha, was wartet denn da? Etwa ein Schrein. Wie geil, Leute. Und noch ein Schrein dazu. Der Weg steht dir nun offen. Tritt voran. Sehr cool. Also, ja. Besser kann man einen Spieler nicht belohnen. Ne? Das ist ja... Passt wirklich perfekt. Jo Leute, aber dann würde ich erstmal sagen, mit der Befreiung von Neidra mache ich erstmal Schluss mit der Folge. Also dann bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da. Bis dann.